Zusammenhang und das eine bedingt das andere. Das ist nichts Neues. Ob das nun die europäische Politik ist, die nationale oder hier unsere kommunale Politik. Und ich möchte gern auf unseren Mikrokosmos zurückkommen und meine Gedanken dazu beitragen. Zu dem Thema aus dem Programm, wie wollen wir leben? Gute Arbeit, soziale Sicherheit und Gerechtigkeit. Ich möchte hier von den allgemeinen Aussagen ausgehen und natürlich dann, wie gedacht, diese in Beziehung setzen und auf unsere städtische Situation herunterbrechen. Hier heißt es in einem der Abschnitte soziale Sicherheit im demokratischen Sozialstaat, jede und jeder braucht soziale Sicherheit, um selbstbestimmt leben und das Recht auf demokratische Mitgestaltung umfassend wahrnehmen zu können. Die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse wie Wohnen, Bildung und Gesundheit muss für jeden Menschen unabhängig von seinem Geldbeutel gewährleistet werden. Die Daseinsfürsorge in der Versorgung mit Wasser, Energie, Transport und Kommunikationsdiensten flächendeckend für alle erschwinglich und in hoher Qualität zu sichern, ist eine öffentliche Aufgabe. Allein schon hier wird deutlich, was Soziales alles sein kann. Nicht nur der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, lange gemeinsame Bildung, Kultur und Sport. Auch eine aktive Arbeitsmarktpolitik gehört genauso dazu wie die Rückgewinnung des Öffentlichen, der öffentliche Beschäftigungssektor und auch die Friedenspolitik. Und es ist nichts Neues, wenn wir sagen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erfordert zuallererst einen auskömmlichen, tariflich bezahlten, sicheren Arbeitsplatz und am besten noch mit vielen familienfreundlichen Faktoren verbunden. Ich war letzte Woche bei dem Jahrestag der Metropolregion Mitteldeutschland zum Thema Fachkräfteentwicklung in Mitteldeutschland durch Familienfreundlichkeit. Da heißt es in der Präambel, gute Bedingungen für Familien sind ein entscheidender Standortfaktor. Auch das, wissen wir, wird überall seit Jahren gepriesen. Hier habe ich eine Wahrnehmung mitgenommen aus dem Tag, die ich gerne mal wiedergeben möchte. In der ersten Diskussionsrunde wurde die öffentliche Hand, saß vorne im Präsidium und hat so über ihre Vorstellungen von Fachkräfteentwicklung und mit Familienfreundlichkeit gesprochen. Ich hatte die Wahrnehmung, die Kommunen waren relativ hilflos dort. Die Oberbürgermeister, die vertreten waren, Gera nur als Gast, nicht vorne im Podium, wussten nicht so recht, was sollen sie tun, als öffentlicher Hand Fachkräfte zu bekommen, um dieses Problem zu lösen. Da ist es halt geblieben bei der allgemeinen Geschichte Rechtsanspruch auf Kita-Platz, Bildung, ein paar Spielplätze oder eine Arbeitszeitregulierung. Das waren wirklich etwas unsicher. Dann gab es die zweite Arbeitsrunde, die mit der Wirtschaft gestaltet wurde. Da waren verschiedene Unternehmen da, kleinere Unternehmen und mittelständische, ein großes Unternehmen und ein städtisches Unternehmen, Energieversorgung Kallen. Diese Partner haben ganz konkrete Vorstellungen gehabt, ganz konkrete Vorschläge auch gemacht, wie sie ihre Fachkräfte entwickeln können, behalten können, versorgen können mit Familienfreundlichkeit. Da waren ganz spezielle Angebote, wie zum Beispiel ein Mitarbeiter bekommt ein Kind, dafür gibt es eine Prämie. Dann, ob das Elternzeit ist, ob das Kita ist, ob das Freizeit, Gesundheitsprävention ist. Das waren Vorstellungen, und die durchgesetzt werden, wo ich sage, holla, die könnten ja gerade auch bei uns aus dem Programm kommen, in der Umsetzung. Und ich muss sagen, diese Wirtschaftsunternehmen waren, kann man sagen, nicht wirklich die Linken eigentlich. Aber sie tun etwas. Aber die tun es aus einem Zweck heraus, zu sagen, wir brauchen die Fachkräfte und wir tun etwas für unsere Menschen, für unsere Mitarbeiter. Hier sehe ich, denke ich mal, einen Ansatzpunkt, einen Kommunikationspunkt, wo wir sagen, vielleicht können wir da ins Gespräch kommen. Sagen, wir haben auch Ideen, warum sollen wir nicht mit solchen Firmen Menschen zusammenarbeiten oder ins Gespräch kommen, was unsere Vorstellungen sind, was wir mit teilhaben können. Ein weiteres Thema ist die Rückgewinnung des Öffentlichen in die heutige Gesellschaft, welches direkte Auswirkungen haben kann an der auskömmlichen Teilhabe im gesellschaftlichen Leben. Darunter verstehe ich die sogenannte Rekommunalisierung von Energie und Transport zum Beispiel. Auch arme Menschen dürfen nicht von der zukünftigen Energiepolitik ausgeschlossen werden und genauso wenig vom öffentlichen Nahverkehr. Wer die Nachrichten verfolgt, weiß, hat es auch vielleicht gesehen, in Hamburg entwickelt sich gerade so ein kleiner Bürgerwiderstand
die sagen, wir wollen unsere Energieversorgung, wir wollen unsere Stadtwerke zurückhaben, zurück in unsere Stadt und wollen selber bestimmen. Ich denke mal, das ist schon ein guter Ansatz. Wir diskutieren ja hier in Gera auch immer mal wieder mehr oder weniger über ein Sozialticket. Aber daran erkennt man die Schwierigkeit der praktischen Umsetzung von politischen Schwerpunkten. Wir sind noch nicht wirklich weitergekommen. Einige praktische Beispiele von übergreifender sozialer Teilhabe am Leben haben wir hier in Gera noch in einer guten, vernetzten Struktur. Wir haben Familienzentren, wir haben Mehrgenerationenhäuser, Frauenkommunikationszentren, Beratungsstellen, Begegnungsstätten, Sportvereine sowie Kinder-, Jugend- und Freizeiteinrichtungen. Diese sind Teil eines ganz normalen Lebens bei uns, die viel abfedern und einen sozialen Zusammenhalt bieten. Sie sind so normal, dass wir manchmal vergessen, sie einfach zu erwähnen. Sie gehören zum Alltag dazu. Genau auch in diesem Teil fehlt mir die Ausführlichkeit in unserem Programm. Sie sind erwähnt, aber nur mal kurz erwähnt. Und sie haben, denke ich mal, mehr verdient, weil sie mehr bewirken als nur eine kurze Erwähnung im Programm. Die bewegende Frage ist für mich, können wir hier in Gera einige der Punkte für uns umsetzen? Ich denke ja, wenn wir es gemeinsam wollen. Doch dafür brauchen wir in unserer Partei genauso wie in der Fraktion mehr Toleranz und Pluralität. Das haben wir heute schon mal gehört vom Dieter. Ich denke mal, das ist der gleiche Ansatz für uns alle selber. Andere Meinungen mal stehen lassen, positive Aspekte hervorheben, gemeinsam suchen, diskutieren und lachen gehört dazu. Wer soll denn eigentlich zu uns kommen, wenn wir uns immer wieder streiten, wenn wir uns anmühlen, wenn wir eine unausgeglichene Truppe sind? Wie können wir Menschen begeistern, wenn wir so nach außen ausstrahlen? Wir müssen pragmatisch an unseren kleinen Aufgaben mit kleinen Möglichkeiten arbeiten und nicht das Leid der großen Welt beklagen. Kleine Erfolge summieren sich auch und müssen entsprechend kommuniziert werden. Nicht, wie wir es gewohnt sind, halt als Gersche sowieso, ne, sich einfach etwas zu machen und kein Wort darüber zu verlieren. Nein, auch kleine Events dürfen manchmal aufgeblasen werden, aber im einheitlichen Tenor. Verkaufen wir das, was wir tun. Man sagt das so ganz einfach, tun wir Gutes und reden wir darüber. Dann können wir es auch gemeinsam schaffen. Danke.